figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Yeah. Und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zu der nächsten Folge. Wir haben jetzt gesehen den Weg im vorletzten Part. Im letzten Part haben wir die Kämpfe gesehen, allesamt. Und jetzt hier geht's mal ans Besprechung der Gladiatoren, kann man sagen. Geht's hier eigentlich nochmal weiter, oder? Keine Ahnung. Ich will es am besten gar nicht wissen. Was ich vielleicht noch sollte, wäre zum Goldenbaum. Mal gucken, ob der andere hier noch rumeiert. So. Oh, der eiert hier noch rum. Mr. Stalker, it's you. I thought it was the intruder. Nö, das bin euch. It's a relief you're safe. I was helpless, hiding the entire time. This is my first time coming back out. You surprised me, but make no mistake. You're always welcome here, Mr. Stalker. Let me know if there's anything you need. Stalker, please. If you pick some gold coin fruit for me, I'll give you a reward. So, das war das. Mit dem hätten wir wieder gesprochen. Der weiß jetzt, dass wir leben. Who's there? I'll never open this door. You might as well give up. Oh, it's you. Is it safe out there? Give me a sec. Okay, come in. Wie zum Fick weißt du? Wer da drin ist? I'm sorry, child. Geppetto has been kidnapped. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich muss zuerst mal auf meinen Thron. Ich habe ein Kack hier zu vergeben. Das wäre natürlich auch richtig geil. Wenn ein perfekter Block Steifheit machen würde. So. Voila. Wir sprechen am besten von vorne nach hinten. That's a relief. Being trapped somewhere. It's the worst. It's good to be free. Oh, sorry. I should be thanking you first. When you came in, you reminded me of the Hound. Probably because both of you saved my life. Thank you so much. You have my personal thanks for saving Master Vanini, sir.
Do look after him, won't you, sir? Thank you for another timely rescue, compagno. I seem to find myself once again in your debt. I talk a big game, but when push comes to shove, I freeze. It'd be funny if it weren't so pathetic. Surely there must be something that only I, in all my genius, can contribute. But if there is not, then Vedigni is here to help you in any way he can. Fear not. It was a planned ambush. I'm afraid there's nothing we could have done about it. More than anything, I'm concerned about how it shocked Lady Antonia. All this mayhem is certainly going to affect her condition. I'm sorry, child. Geppetto has been kidnapped. The alchemists planned the whole thing. All while we were hiding here. I certainly didn't expect an attack on the hotel. The possibility never crossed my mind. However, I think we can track them down. My portrait. Behind it lies a passageway to their base. The hotel had an accommodation with the alchemists. Long ago. Play this chord on the piano in my room. It'll open the secret passageway, and you can save Geppetto. Sind sie jetzt wieder alle an ihrem Place? Hat die sonst sowas zu labern? Apparently I must remain in this room. I hope Geppetto is safe. Be careful out there, won't you? The hotel will always welcome you back. Okay. It was a planned ambush. I'm afraid there's no more than anything I'm concerned. No matter what fate brings us, I will be at least. Serving her is my duty. Welcome to... Yeah, genau. This is a supply box, officially approved by the city of Krat. I shall open it and add it to the hotel shop. Many thanks, good sir. No matter Danke what schön. Fate brings us, serving her, welcome to... Kann ich jetzt? Habe ich hier den Mondschein des Bundes, okay. Dann habe ich hier noch einen Vollmond des Bundes. Ein Quarz, den holen wir uns. Dann haben wir hier den da, den holen wir uns. Legion-Kaliber holen wir uns beide, weil wir können. Rostiges kryptisches Gefäß, das brauche ich auch. Dann hier, wir haben ja gerade... Im vorletzten Part direkt noch ein bisschen aufgeschallert. No matter what, serving welcome. Dann haben wir hier noch Kaliber. Die können wir noch stehen lassen. You have to look up at the house of Vanini. Was mache ich mit der Meisterin? It's good to be free. When you came in, Alidoro has... What if he disappeared while fighting those stalkers? Worst case scenario. Ugh. I shudder to think. There's... I just want safety for everyone at the hotel. That's why I should make sure you're well armed. If you need anything, just ask. You're Aha. here. That's a relief. Okay. Thank you for another time. I talk a big game, but when push comes to shove, surely there must be something that...
Ah, looks like you've dealt with the puppets menacing the hotel steps. The King of Puppets used carefully measured ergo wavelengths. We still don't know if the frenzy arose by the King. I must find a way to prevent puppets from hurting any more. These records are like a puzzle wrapped in ribbon. The light shines brightest in the darkest times. I always welcome friends. Yeah. Ah, thank you for coming. Why don't I read the contents? I'm sick and tired of reading conversations. Hide these, kill that, steal those. It's all the same. And I am a simple, albeit perhaps sometimes I share too much. Thank you for listening. Ich höre dir ungern zu. Ah, endlich. Können wir jetzt endlich dahin? Dankeschön. Das müsste nämlich hier sein, Kala Sumpf. Hä? What the fuck? Was soll dort sein? Irgendwas soll dort. Ach so, ja. Dort ist ja noch der eine. Na, der eine, dem ich was jetzt erzählen kann. Von der Nebenmission, ja, genau. Wir gehen aber zuerst mal hier hin. Da ist jetzt das Ding auf. Nice. Oh, you're here. See, I told you I'd do it. No trace of Alidoro inside, though. And the Hermit's Cave itself is too deep for me. My next stop is the Relic of Trismegistus, one of Alidoro's favorite treasure-hunting grounds. I'm curious why he'd go back there time after time. Oh, maybe I'm getting the hang of this sort of work. See you later, treasure hunter. Oh, danke schön. Und wir müssen leider Alidoro besiegen. Leider. Oh ne, sag nicht sowas. Oh. Das habe ich nicht mal kommen sehen. Gut. Ja, wir gehen noch länger nicht durch die Scheiße durch. Weil, wir haben hier noch was zu erledigen. Dumm, dumm. Gerade wie wir da runterfallen, ey. So, das war das. Jetzt sind wir wieder hier. Hey, hey, hey. Ich bedanke mich herzlichst für den Tanz, auch wenn du die Ungeschicktere warst, hat es mir dennoch Spaß gemacht.
Dann haben wir hier was, Spezialreinigungswerkzeug. Ein fröhlicher Hermit, aber auch er weiß, dass er das nicht mehr lange durchhalten wird. Schreckliche Mutation als Ergebnis des Neutralisierungsprozesses der Versteinerungskrankheit. Viele der Leute, die ihn gerade werden, zu Kadavern, den Monstern der Alchemisten. Meine Freunde sind das Einzige, was mir in meinen letzten Momenten durch den Kopf geht. Lomaccio ist krank, Sophia wird vermisst. Lorenzini hat die Hoffnung verloren. H ist tot. Und hier bin ich, Medoro. Autsch. Wir haben unsere Leben riskiert und von jedem Posten aus gekämpft, aber manchmal gibt es keine Belohnung. Einige Dinge sind uns trotzdem geblieben, etwas, das selbst Macht und Lügen nicht vertuschen können, die Wahrheit. Jemand wird die Wahrheit aufdecken, jemand wird die Lüge entlarven, wir gehen einen Schritt weiter für all die, die nach uns kommen. Ich glaube, das war meine Rolle. Ich bin Medoro, der Reporter, meine Waffe war mein Stift und die Wahrheit. Jetzt überlasse ich meine Aufzeichnung an denjenigen, die diesen Ort besuchen, von Medoro. Okay. Deeper Shit. Jetzt gehen wir hier lang. Aha. Sonst noch wer? Nein. Oh, sehr cool. Au. Nö. Quarz, richtig sexy. Oh, what? Sorry, bro. Einfach nein. Sei Dank, ich bin da nicht runtergeflogen. Und ich habe dort nichts vergessen. Das ist auch richtig nice. Jetzt müsste ich irgendwann nochmal zurück und das wäre scheiße. Wundervoll. Besser hätte es schon fast nicht gehen können. Sorry, bro. Geh liegen. Nö. Ach du, nee. Das war's. Okay.
habe ich die Schnauze voll. Klinge schwarzen Stahlschneiders. Ja, nice. Die wollte ich haben. Die habe ich bei meinem besten Freund gesehen. Und die wird abgegradet. Sowas von. Und solche Arschlöcher. Ohne Scheiß. Beste Leben. Au. Sackgesicht. Ah. Okay. So, und dann geht's jetzt noch so. Voilà. Ich habe die Offenbarung des blauen Schmetterlings gesehen. Sie haben mich gebeten, sie aus diesem Gebiet, aus dem Gefängnis der Zeit zu befreien. Die Fee ist fern, die Fee weint. Die Zeiger der Uhr haben sich immer weiter gedreht, um die Zukunft des Jungen zu finden. Oh nein. Okay. Klassische Schrift des Schmetterlings hier, vergiss nicht, du bist ein Mensch, jetzt ist es an der Zeit der Schnur. Hallo? Schnur zu entkommen. Okay. Jo, ja, Bekleidung der schwarzen Katze und Quarz. Wir haben es tatsächlich bis ganz nach unten geschafft. Nice. Jetzt können wir noch kurz zum anderen Haudegen gehen. Hello, my only friend, Red. What have you come to? Being angry for someone else's sake. I hope I find someone I can be brave for. Hello, my only friend. Ach, wegen der Wuppen. Okay, dann lassen wir das. Gehen wir nochmal zur Brücke, gucken mal, was der so sagt. War auf jeden Fall eine nice Tour gerade.
I'm trying to track down Mr. Alidoro. We can catch up later. Okay. Dann haben wir jetzt, glaube ich, alles gemacht, ne? Jetzt müsste ich eigentlich nur noch mit diesem scheiß Ding reden und fertig. Also beispielsweise mit dem Klavier rumdaddeln. Aber das ist auch kein Problem. Oder? Würde ich doch meinen. Aber upgraden würde ich auch noch gerne. You are here. Waffe verbessern. Die da. Was hat der für ein Scaling? Keine Ahnung. Müsste ich schauen. Versteckter Mondstein. Oh, habe ich ja gar nichts mehr. Müsste ich mir zuerst mal gönnen. Einmal einer, dann zwei. Ein paar Mondsteine kann ich jetzt auch kaufen, das ist sehr nice. Aber versteckter Mondstein einer, dann zwei, dann vier, sind sieben. Na? Zumindest, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Nice. Und ich kann jetzt einen auf 10 bringen. Witzig ist, dass ich jetzt nicht einfach so was auf 10 klatsche. Und das Ding müsste eigentlich dann noch eins haben, aber da werde ich auch austesten, wie das funktionieren soll. Auf 9. Dann brauche ich da auch noch 6 Stück. No matter what fate serving welcome. Oh Gott. Ich kann mir genau einen leisten. Moment, kurze Frage. Mit was soll ich den am besten zusammenklatschen? Ah, der ist sowieso auf in, Fortschritt, ne? Okay, dann werden wir das jetzt folgendermaßen tun. Legionenwaffe wechseln. Nee, bin ich blöd. Waffe montieren. Hier. Wir nehmen hier den Griff weg. Klatschen einfach mal die Explosion. Was ist das? Spul Mjolnirs. Entschlossenheit B. Ich weiß ja nicht. Ich kann das ja jederzeit ändern. Mal austesten. Hallali. Ja, seht ihr, wegen dem Burn, das ist richtig broken, ey.
Die Genre ist hier viel höher. Obwohl ein R-Scaling drauf ist. Wir gucken mal. Wir müssen jetzt sowieso kurz mal was austesten gehen. Ja. Gucken wir mal, ob wir richtig stehen. Nee. Zu 100% stehen wir nicht richtig. Vorbei. Gar keine Ahnung. Eigentlich müsste das hier richtig sein. Gucken wir mal an. Ja, ihr seht schon, also sie ist nicht der Burner im Damage, sondern eher der Burner im allgemeinen Schaden. Aber an sich gefällt sie mir. Moment, welcher ist es? Eingeschüsse Straße, ich bin so ein Dulli. Weil hier geht die Luzi ab. So. Wie geht es mit Ärger und so? 581. Ich weiß nicht, ob mir das so gefallen will, dass ich so wenig kriege. Ich habe alles, was ich machen kann. Die Pi-Organe sind drin. Gute Nacht. Und
Und dann einfach nur den machen zum letzten Stargazer. Und dann noch wieder von vorne. Und wir hatten vorhin was mit 3000 oder so. Aber ich hätte eher gesagt, wir gehen hier hin, weil der ist viel besser, der Platz. Und zwar... Wo war der? Das war doch nicht mal im Distrikt. Ja, das war Lorenzini-Arkaden. Yes. Das erkenne ich sofort. Wieder in der alten City. Jetzt gehen wir mal hier ums Eck. Jetzt müsst ihr gucken, was passiert innerhalb von ein paar Schlägen. So, je nachdem, wie gut man ist, ne? Ihr merkt, ne? Funktioniert tadellos. So könnt ihr in einer Stunde 120k fahren. Ihr seht. Und das einfach nur so. Und dann geht ihr wieder und das macht ihr permanent. Und hier rennt ihr halt einfach rum, besiegt vier Stück, etwa auch für 2k, ne? Und macht einfach den längeren Weg. Und naja, ich weiß ja nicht, was ich da lieber täte. Also ich würde eher den empfehlen, vor allen Dingen, wenn man jetzt so eine Waffe hat. Weil sonst kann man es auch ganz easy machen, indem man einfach seine Waffe in Brand steckt, ne? Tell me what you need. Habe ich hier noch was vergessen? Eigentlich nicht. Hallo. Ich kill dich jetzt kurz. Hallo? Au. Danke. Hallo. Nochmal. Und dann hat das mal den Credit und wieder ein bisschen Zeit investiert. Zusätzlich würde ich lieber eher zurückporten. So könnt ihr eigentlich easy das farmen, was ihr wollt. Und wir brauchten ja eigentlich jetzt 6 Stück davon, ne? Von diesen, das heißt 4 Stück kann ich jetzt schon holen, ne? 4 von 6.
Ja, ich brauche etwa noch 3 Durchgänge. Ja, immer so der erste ist so für mich Neuland. Und dann läuft ja so. Autsch. Easy win. $24K brauche ich ungefähr. Oh Gott, nein, falsche Richtung. Arschloch. Nein. Au. Einer tot. War hier nicht noch so Dullis. Noch durch den botanischen Garten. Jetzt muss ich mich nicht mal zurückporten, jetzt kann ich einfach nur schnell ans Stargazer, also ihr könnt auch einfach nur diese Runde drehen, das ist natürlich auch eine Option. Ihr seht, na, wenn ihr es einmal richtig macht, ist der direkt weg. Ich liebe es. Hallo, bra. Au. Au.
Aha. Das ist wirklich ein Skandal, dass wir das nicht mitgenommen haben. Es gibt direkt einen Skandal um Rosi. Sag ich so, wie es ist. Hallo? Oh, das war so schön. Das ist ein perfekter Try. Na? Genau. Man muss mir den Try versauen. So, jetzt haben wir kurz mal diese 6 noch gegönnt, damit wir auf jeden Fall beide Waffen auf 9 haben. Ja. Ich kann jetzt sogar sehr wild. Ich habe mich legit verzählt. So, jetzt können wir einfach hier dumm und dann dumm und fertig auf Level 9. Und das möchte ich einfach noch nicht ausgeben, weil ich nicht weiß, weil hier ist ja der Vollmond hier, Vollmond scheint das Maximum. Vielleicht geht diese, also gehen diese Waffen nur auf 4 und dann hätte ich jetzt eventuell, ne, ein ziemlich gutes Schwert weggeballert. Also beispielsweise eines der seltensten Items weggeschallert. Und das wollen wir ja nicht. Ja, auf jeden Fall richtig geil. Das hätten wir jetzt. Ich werde die jetzt aber trotzdem wegnehmen, so. Weil ich brauche den Damage legit. Die sind nur gut, wenn du halt solche Gegner hast. Dann brauchst du das. Ansonsten eher meh. Ah, jetzt weiß ich, warum ich vorhin nicht durchdodgen konnte. Weil ich natürlich jetzt wieder zum Farben Sergo-Ding angezogen habe und nicht mehr Wutangriff ausweichen verfügbar habe. Das ist nämlich ultra OP, der Scheiß. Wenn du permanent einfach rausswitchen kannst, wie du gerade lustig bist. Gefällt mir auf jeden Fall. Was mir aber jetzt noch aufstößt, ich würde ganz gerne modifizieren. Hier, das kann ich nämlich auch noch machen. Eine Flammenexplosion. Würde aber gerne Legionswaffe wechseln, und zwar zu Puppenschnur. Und das ist richtig broken.
ne? Das heißt, wenn du irgendwie einen richtig arschigen Gegner hast, machst du einfach... Okay, what? Ach, du musst drauf... Aha, du kannst unterbrochen werden. Halt die Fresse. So, das war's. Wir haben es ausgetestet. Das ist ja richtig geil. Und wir sind soweit für jede Schandtat. Ist so die Frage. Haben wir das im nächsten Part oder jetzt schon? Vor allem der Schrott, ey. Wie das aussieht. Ja, komm, das ist das Highlight für heute. Ne, eigentlich ist das Highlight das Telefon. Aber okay. Nö. Das machen wir im nächsten Part, denn wie gesagt, wir wollen im nächsten Part richtig durchschallern. Und ich hoffe, dann seid ihr auch mit von der Partie. Das Ding kann ich jetzt wegmachen, weil brauche ich nicht. Das war eigentlich nur als Testweise zum gucken, ist der Typ elektroanfällig, wird es gehen. Der Typ war so elektroanfällig, das war schon fast nicht mehr so legit, ne? Das war schon fast, ja, ich würde mal sagen illegal, aber gut. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises.